strike. Oh, get that fucking thing open! Yeah, it's moving this way, man. Somebody crank the dial. Warte mal, wir hatten doch Waffen. Wir haben keine Waffen mehr. Okay. Rip the hole in space-time. Lucky you made it back. Call the Sapphire for support! God of War gestern zum 7. oder 8. Mal durchgespielt. Krank. So me. She fought back. Reached past the black wall. What the fuck? What happened? Lost control. Alex is gone. Alex. Better move. You're out of time. Okay, wir haben ja letztes Mal uns für Reed entschieden und nicht für die eine da. So, Waffe. Waffe. Und Waffe. Perfekt. Ich hätte gern, Junge, Revolver. Geil, Alter. Schon mal Deus Ex gespielt. Ich habe schon mal Human Revolution gespielt. Kam leider nicht rein. Das Ding ist, vielleicht müsste man, ich glaube Cyberpunk ist so ein Game, was man glaube ich wahrscheinlich auch mit Maus und Tastatur spielen muss, ne? Das Ding ist, ich kann halt jetzt die ganze Steuerung davon nicht, aber Junge, Revolver war auch die Waffe, die ich in meinem Cyberpunk PS5-Run hatte. Revolver ist einfach. Ist einfach sick. War nicht irgendwo, dass unsere Waffen. Dass wir die irgendwo wieder holen konnten? Eine Spinne oder sowas? Ich weiß nicht mehr. Durch den Call of Juarez sehr Bock auf das Game bekommen. Das war ja nicht für PS4. Wirklich nicht? Weil ich glaube, es gibt es für Switch. Krass. Das Ding ist, Ananas, du hast wahrscheinlich gar keinen PC, ne? Das ist ja so ein altes Game, das läuft wahrscheinlich auf jeder Gurke. Ein PC wäre halt auch wirklich das, wo ich es wirklich empfehlen kann. Weil, kann auch sein, dass es auch mit Controller sehr viel Bock macht. Aber ich glaube, da ist schon relativ wichtig. Ah, warte, ich kann ja auch hacken. Grenzwertige Aussage. Bin überhaupt nicht mehr drin. Ja, aber könntest du für PS3 holen. Ja, dann hol dir für PS3. Das ist ein geiles Spiel. Das ist halt auch kein langes Spiel, ne? 5 Stunden oder so. Du wirst wahrscheinlich noch, ne, du wirst ja wahrscheinlich noch eine Platin holen wollen. Das heißt, dann musst du noch die ganzen Challenges und so machen. Dann hast du auf jeden Fall noch ein paar Stunden mehr. Aber es ist ein geiles Spiel. Man merkt halt bei dem Game so richtig, dass das ist einfach ein Spiel, was es heute einfach nicht mehr so geben würde. So, und das ist halt, ja. Kommt noch was anderes? Was meinst du? Okay, let's go. Haben die sich gerade selber in den Luft gesprengt? So, da ist er. Spandauer Nüsschen, danke dir. Was geht? Nur Cyberpunk, meinst du heute? Ja, ja. Heute nur Cyberpunk. Aber ich muss sagen, jetzt habe ich doch wieder richtig Bock drauf. Ich habe kurz überlegt, aber nee, jetzt habe ich wieder Bock drauf. Das Ding ist, eigentlich wollte ich auch eine K-View zu Phantom Liberty machen, aber ich glaube, das werde ich nicht machen, weil ich... What?
the fuck? Was war das denn? Ich habe einfach Bock auf dummes Rumgeballer und dann noch eine akzeptable Story ist eigentlich perfekt. Muss nur meine PS3 mal wieder zum Laufen kriegen. Ja, ey, dann ist wirklich perfekt. Nee, nicht laden. Hier, letzter Checkpoint. Also dann ist Call of Juarez wirklich perfekt. Ist der Sound eigentlich für euch okay oder ist es zu laut? Weil ich mein Kopf daran ist das insane. Oh nee. Oh nee, sorry. Oh, jetzt haben wir keine Rote mehr. Das ist extrem laut. Warum sagt denn keiner was? So besser? Ich habe jetzt wirklich viel leiser gemacht. Oh, das ist jetzt zu leise. Lost control. Alex is gone. Alex. Was? Okay. Oh, jetzt müssen wir das schon wieder machen, ey. Auswählen. Ja, das Ding ist, hätte ich das so gezockt, hätte ich das, glaube ich, komplett durchgesuchtet, weil es macht schon echt viel Spaß, ne? Aber im Stream ist halt echt immer wenig Zeit. Ich weiß nicht, ob wir heute überziehen können, weil, wie gesagt, ich will eigentlich für morgen, will ich das Robocop-Video eigentlich fertig machen. Ah doch, jetzt ist er doch rot. Eben sah er nicht. Ah ne, hier ist er nicht rot. Hm. Pandora hat in dem Frame wirklich ein Uncanny-Gesicht, ja. Speichern, nachdem du, wenn du nicht im Kampf bist. Ah, ja, okay, das kann man... Kann ich jetzt speichern? Spiel speichern. Jawohl. So, jetzt haben wir zumindest die Waffen. Ja, komm. Schnell durch hier. Keine halben Sachen. Ich weiß noch nicht, was hat denn eben so viel Damage gemacht? Die Waffe ist ultra strong, Alter. Meine Headshots ballern hier wirklich anders. Explosion direkt neben dir. Ah, okay, ja, das. Das klingt so, als wäre es die Wahrheit. Hier überhitzen, Kurzschluss. Da und. Leben. Ein bisschen darauf achten. Gutes Aim. Jawohl. Ja, chill. Ja, ohne Scheiß, das Einzige, was mich wirklich aufregt, und ich weiß nicht, woran das liegt, ist das nur die PC-Version, aber dass das Sprinten einfach nicht, dass man wirklich, ich muss so oft den linken Stick reindrücken, damit das Sprinten funktioniert, und jetzt hat es zum ersten Mal funktioniert, ich raff es nicht. Und es liegt auch nicht irgendwie, dass mein Controller oder so kaputt ist, weil ich habe das halt ausprobiert. In Starfield ist ja Sprinten ganz genauso, und da funktioniert es jedes Mal zu 100%, ey. Das ist halt, ja. Mann, ey, WLAN gönnt nicht. Ich glaube, ich bleibe noch so eine Viertelstunde. Die Hänger bei 160p fucken ab. Ja, das glaube ich dir. Also, das ist wirklich. Also, das könnte ich auch mittlerweile nicht mehr, ne? Das wird nicht gehen. Das würde mich ja nur aufregen. Da würde ich ja nur noch fluchen. Mit so einem Internet. Zum Glück ist hier Auto-Aim, Alter. Sonst wäre ich lost. Oh! Die habe ich gar nicht gesehen, Kollege. Und wo denn noch? Ist da jemand? Oh, so ein schneller wie bei Alan Wake. Wer ist so KuchenTV?
Flucht der so viel, oder was? Sehen wir den noch mehr? Da oben. Da und. Hätte ich so ein WLAN, würde ich mich direkt drum kümmern, weil das wäre grauenvoll. Ja, es ist wirklich... Ich meine, ich hatte ja auch lange Zeit, hatte ich auch wirklich schlimmes Internet. Ich glaube, nie so schlimm wie Ernst, aber auch wirklich kacki ist so. Dass ich halt auch Videos nicht in HD gucken konnte, sondern halt nur 480p und so. Sowas hatte ich auch, aber... Boah, ne, mittlerweile geht das gar nicht mehr. Wirklich, deswegen, ich bin auch so froh, dass auch in der neuen... Dass auch in der neuen Wohnung Internet ganz gut sein wird. Ja. Naja, falls ihr noch euch an die ersten Streams erinnert, Junge. Die Anfangszeiten waren auch nicht gerade perfekt. Meinst du, genau, du meinst die Streams, ne? Ja, ja, deswegen. Da, genau, da war auch ein richtig Beschiss. Da hatte ich auch nur WLAN. Und es war kacke. Oh! Ach, das ist der Kurt! Moin! Kann ich ihn nicht hacken? Vodafone, größter Schmutzer, Schmutz, change my mind. Also ich bin jetzt gerade bei Vodafone. Und ich muss sagen, wir hatten auch unsere Probleme mit Vodafone, aber jetzt geht es, ehrlich gesagt. Aber in der neuen Wohnung bin ich auch bei Telekom. Ich hoffe... Jo, ich dachte, ich wäre tot. Hä? Ich glaube, das muss, ne? Das muss, oder? Das muss! Musst du das? Was muss, das muss? Ja, das musste doch so, oder? Geh weg! Big fucking mistake, prick! Fuck! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Skill-Issue, ja. Wie kann ich denn, weg hier. Ich will... Leichtes Maschinengewehr? Ja. Wo ist denn meine Schrotze? Stronger fighters have tried and failed. Seht ihr das da im Schatten? Wie er mir hinterher rennt? Lass mich in Ruhe! Das ist ja super nervig, Alter. Nee, du, ich bin bei Telekom. Ich habe nur 2 Mbits Downloadgeschwindigkeit. Ach du Scheiße. Bruder. 2? Also das Niedrigste, was ich da jetzt gesehen hatte, als ich geguckt habe, war 16. Hätte überlegt mir noch vor Alan Wake 2 noch Callisto oder Alien Isolation Spiele, was empfiehlt ihr? Also du willst Callisto spielen? Mann! Der soll sich verpissen! Als ob. Junge, ich bin gerade mal bei der Hälfte von seinem Leben. Gibt's irgendeinen Trick bei dem Bruder?
Mann! Digga! Oh! Wo ist denn meine Shotgun? Ich will meine Shotgun haben. Ich glaube, das ist. Achso, ja, stimmt, das war bei PS Plus. Ja, Shotgun. Warte, ich hatte doch eine. Oh, Junge, hier doppelläufige Schrotflinte. So, du Hurensohn. So, jetzt sprechen wir hier was anderes. Jetzt ist hier was ganz anderes, mein Freund. Okay, vielleicht auch doch nicht. Ich lauf weg, ich brauche Healing. Ich lauf weg. Ich muss Zeit rausholen. Ich lauf weg, ich mach Pussy-Modus. Fang mich doch, du Hurensohn. Wir haben gleich nochmal Healing. Ich brauche zumindest einmal Healing. Sonst ist ganz doof. Okay, wo ist er? Wo bist du? Du Bastard. Bond. Guck mal, wie er daneben schlägt. Was ein Opfer. Guck mal, wie dumm er ist. Ja, fühl dich cool. Fuck! Es sind die Elden Ring Fans, ja. Scheiße. Ah. Ich muss sagen, manchmal fühlt sich Cyberpunk aber so ein bisschen sperrig an. Ist kein Doom, was man hier spielt. Oh, du dummer Bastard, ehrlich, ey. Nee, ich lauf weg. Hab keinen Bock. Ich lauf weg. Ey, warum macht der jetzt kein Damage? Da wären wir gleich. Meine Fresse. Also ich sag mal so, er ist zumindest ein schwierigerer Boss als der Endboss von Cyberpunk. Wie hieß er nochmal? Jack der Hammer oder so. Ja, jetzt machen die Schüsse keinen Damage mehr oder was? Hä, was ist das denn? Also, Skill-Issue, aber ich treffe ihn doch. Das gibt's nicht. Sag mir nicht, hör auf. Nein. Nicht, wenn er 1% hat. Das kannst du nicht. Adam Smasher, ja. Okay, ich dachte schon. Komm, heil dich, du. Ich dachte schon. Der hat 1%. Das könnt ihr mir jetzt nicht antun. Danke. Holy shit. Junge, ey. Hey, der ist jetzt schon tot? Ich dachte, der wird der Endboss sein. War er nicht der große Böse? Thank you, V. That was for Alex. Ah, guck mal, jetzt können wir seine Waffen. Bald Eagle, Wild Dog, okay. Können die Waffen was? Messer? Aha. Hier, ne? Und wie hieß das? Wild Dog, ne? Aber wer spielt denn mit einem Messer? Okay, die Waffe fühle ich aber. Aber die sieht ein bisschen goofy aus. Ah, okay, aber okay. Revolver ist cool. Okay, der Endboss wird anders, als du denkst. Okay, okay. Also ich muss sagen, die Bosse bisher sind, wir hatten ja ganz am Anfang des Games dieses Riesenviech, was super nervig war. Weil die Bosse halten hier echt viel aus. Ist das Waffensystem immer noch vor dem Patch? Was meinst du mit Waffensystem? Also die haben das ganze Loot-System und auch die Stats der Waffen und so geändert. Meine ich. Ich glaube, das ist alles überarbeitet. Ja. Dabei. Okay, ich komm. Ja, ich komm. Danke dir. Danke, Bruder. Wer verrät denn Reed? Wie kann man denn diesen süßen Mann hier verraten? Die Bossen bis jetzt gut oder eher Bullet Sponges? Also ich muss sagen, die sind schon sehr Bullet Spongy, okay. Ne? Also der eine Typ. Ja, weiß ich nicht.
could be, it could still be her in there, or what? Some kind of rabbit AI? PC am Kochen? Fuck. PC am Kochen, yo. Au, ui, ui, ui. PC am Kochen. Find her. Cyberpsycho on that scale won't go unnoticed in the city. You're right. Licht auf einmal aus. Ananas, kann ich jetzt ehrlich gesagt keine genaue Antwort geben, weil ich weiß gar nicht mehr, wie das früher war, aber jetzt weiß ich nicht. Somi's been spotted down low. Omega class target. I repeat, Omega class target. Max Tech is inbound. All units, all units. Max Tech is on the scene. Stand down. I look, AVs. Stand down. Max Tech. NC police. Dogtown. Everybody's willing to make an exception for Max Tech when you got a cyber psycho on your doorstep. They're looking for Somi. We're following him. Max Tech? Don't tell me you mean to fight him. No, but we need to know what's going on. Target is Omega class. I repeat, Omega class target at large. Max Tech is en route. That's her. She's completely Max lost control. Max Tech in position, eyes on target. This ain't good. Hold your fire. Target exhibiting strange behavior. She's on the ground. Appears to be unconscious. This is a Songbird, ne? Ich weiß, früher war das ähnlich wie das Klassis. Da hast du halt gezwungen, das zu wechseln, sonst bist du schwach für andere Gegner. Dadurch konnte man nicht die Waffen spielen, die man eigentlich spielen wollte. Also ich sag mal so, ich bin nicht konstant am Waffenwechseln. Also ich glaube, ich habe meine Waffen überhaupt noch gar nicht einmal gewechselt, seitdem ich das Ding ins hier spiele. Jetzt wurden halt eben die Waffen alle genommen, ne? Also, ich weiß nicht mehr, wie das früher war, aber es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Sagen wir es so. Kann sein, dass sie da nichts geändert haben. Aber die haben so viel geändert, wahrscheinlich haben sie das auch irgendwie überarbeitet. Ich weiß es nicht. Bei den Klamotten ist ja so, dass sie einfach gar keine Stats mehr haben, ne, glaube ich. Die sind, glaube ich, jetzt nur noch kosmetisch, ne? Das heißt, die musst du gar nicht mehr so. Gibt es viele Waffen im Game? Ja, ich glaube. Ja, wobei so viele, ich glaube, Cyberpunk hatte gar nicht so viele, ne? Ich glaube auch so bei Sniper nur zwei verschiedene Snipern und so. Ich weiß es nicht mehr. Find us a netrunner you trust, one who's capable of getting inside NCPD systems. Der Netrunner bin ich selbst, Junge. You're in luck. Running the net's what I do. Your field experience is rich and it'll be valuable here. We need a dedicated runner jacked into a full rig. Data forts in their sights, the works. Reed, we'll get her back. I know. Das ist halt, guck mal, das ist halt das beschissene Problem, dass ich halt nicht aufpassen kann, wenn ich das im Stream spiele. Hat er Songbird nicht, er hat dir doch gar nicht vertraut, oder? I am Confusion. Mittlerweile viel mehr Waffen durch den Schwarzmarkt, okay, okay. Ja, ich muss sagen, also ich werde irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, Cyberpunk nochmal komplett von vorne beginnen und dann das Hauptspiel und das DLC durchspielen. Und dann denke ich mal ein Video dazu machen. Und darauf freue ich mich sehr. Darauf freue ich mich sehr. Weil Cyberpunk, man konnte gut sich in diesem Spiel verlieren. Nur halt die Hauptstory hat mich irgendwann echt ein bisschen gelangweilt. Die hat mich irgendwann echt verloren, so. Bei der Story habe ich direkt abgeschaltet, ich habe keinen Plan, was gerade abgeht. Ja, das Problem ist auch einfach, ne, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Wochen Pause gemacht und so. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, was abgeht. Deswegen, das ist nicht optimal. Deswegen werde ich vermutlich hier auch keine Review auf dem Zweitkanal machen, wie ich das eigentlich geplant hatte. Pants, hey, my turn. I got a job for you this time. You for me? Peculiar. So listen, trusted runner. You of all folks gotta have one on your payroll. Someone for special jobs. Special meaning high risk. Out with it, V. Declare your need. Next Max Tech prisoner convoy. Direction Los Padres. Need the route ASAP. Los Padres. Well,
What you're planning is rather apparent then. I have a contact. One capable of extracting the information you require. For the right price. 15,000. Non-negotiable. Still interested? Ich glaube, wir haben das Geld, ne? Sipping the ads your way now. And I expect results, Hans. Hat jetzt schon ein bisschen gekostet, aber egal. Sending the coordinates. Be there in... Bear with me. 10 hours. The data shard will be waiting. Installieren wir ein paar Mods, gibt ganz viele ganz nice. Was denn zum Beispiel so? Also ich muss sagen, ich bin irgendwie keiner, der immer mit Mods rumspielt oder so, weil ich weiß nicht, ich mag irgendwie die Experience einfach so, wie sie ist. Außer vielleicht jetzt bei Bethesda, weil da kann man nicht viel machen. Aber ansonsten weiß ich nicht, was kann man denn machen? So einfach mehr Waffen oder was machen denn die Mods bei Cyberpunk? Wie gesagt, ich fand die Main Story zu replayen war wirklich scheiße, weil man es schon kennt. Goofy und teilweise langweilig die Dialoge sind, besonders wenn sie jeden dritten Satz einfach irgendwelche Fremdwörter reinhauen. Ja, vor allem dieses ganze Gelaber um den Chip und sowas, das ist alles so, ach, weiß ich nicht. Wir können auch mal Mafia spielen. Ja. Ich glaube, Mafia 2 ist jetzt bei PS Plus, ne? Definitive Edition oder so. Also ich würde gern mal... Triff dich in 10 Stunden mit dem Netrunner. In Kabuki. Ich würde gern mal Mafia spielen, so. Ich hoffe, Nexus Mod von Grafik bis zu Zusatzcontent und so war alles dabei. Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt noch nie so wirklich... Bei Skyrim habe ich halt ein bisschen rumprobiert, aber so richtig habe ich eigentlich noch nie... mit Mods irgendwas gemacht. Der erste ist besser. Also ich muss sagen, also Mafia ist legit so eine Reihe, die mich wirklich interessiert. Da habe ich Bock mal die zu spielen, so. Irgendwann bestimmt. Das Ding ist, ich habe jetzt echt viele Games, die ich noch zocken möchte. Ich habe, also zum Beispiel, was ich jetzt auch relativ bald mal endlich nachholen möchte, ist Shadow of the Colossus. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ja, perfekt. Hast du kein heftigeres Auto? Nope. Also ich glaube, ich habe dieses eine rote Ding, aber ich meine mich zu erinnern, dass der Sound von dem super nervig war. Deswegen nehme ich einfach hier immer die, was ist das, die Karre von Jackie oder so, oder von mir, ich weiß nicht. Ich habe leider keine Autos. Ich hatte, auf PlayStation 5 habe ich mir dann schon ein paar geile Autos gekauft, so, aber... Für diesen Run, scheißegal. Wir ballern nur das DLC durch. Und dann ist gut. Und als jemand, der da die Platinum geholt hat, muss ich sagen, ist wirklich eine der Checklist-lastigen Spiele, die ich jemals gespielt habe. Besonders die Polizeimission hatte ich kaum sparen, weil es geht zur Art Urholde direkt kommen, ohne jeglichen Inhalt. Ja. Ja, ja. Ja, das habe ich auch gemerkt. So ein paar Nebenmissionen in Cyberpunk waren ganz nice und viele waren so richtig so richtig einfach super öde. Deswegen so, das Game, ne, das hatte ich ja in irgendeinem Video dieses Mal besprochen, so, das Game hat mich so krass gehuckt und ich habe es so sehr gesuchtet und ich habe es so sehr geliebt. Ich habe alles an diesem Spiel geliebt und irgendwann kam so der Punkt, wo alles gedreht hat. Es hat keinen Spaß mehr gemacht. Die Welt ist halt, die sieht hübsch aus, aber die ist halt einfach tot. Und keine Ahnung, so die Nebenmissionen und so waren wack, ich weiß auch nicht. Wie wär's mal mit einem richtig verbuggten Survival-Game und mit der Community zusammen? hast du da ein Game im Kopf? Deswegen wundert es mich bis heute, warum Leute sagen, das ist ein Meisterwerk, ich kann es nicht verstehen. Ah, das kann ich schon irgendwo verstehen, so. Also, Meisterwerk würde ich nicht sagen. There are people who say cyberpsychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. Aber ich kann schon verstehen, warum Leute dieses Spiel lieben. Keine Ahnung, was sie gerade labert. But remember, you're not there to execute any
and I'll send someone to pick them up. I hope that's all clear. Geht's gerade um die Mission, die ich mache, oder ist es irgendwas anderes? Es gibt viele verschiedene Gegner auszuschalten, nicht tödliche Takedowns, nicht tödliche Quick Hacks, nicht tödliche Waffen. Aber warum? Warum nicht tödlich? Muss ich das jetzt machen? Oder kann ich... Hast du LS an? Dann glaube ich mehr FPS. Ach, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist aber egal. Also ich glaube, manchmal geht es ein bisschen unter die 60, ne? Aber das, glaube ich, geht, glaube ich, noch alles fit, oder? Freitag, der 13. mit Voice Chat. Easy. Alien vs. Predator. Ach, diese Games. Weiß ich nicht. Ihr bekommt es eigentlich ganz am Anfang des Spiels. Ach so, ja, wahrscheinlich, weil ich halt nie in dem normalen Hauptgame war, sondern halt immer nur jetzt in Phantom Liberty, ne? Wegen dem DLC kommt es jetzt erst. Okay, okay. Skull and Bones, Alter. Watch Dogs 2 Online. Digga. Ich bin auch froh, dass sie nicht mehr in diesen Singleplayern solche Multiplayer-Sachen mit reinpacken. Shadow of the Colossus ist übrigens sehr nice und bestimmt sehr gut im Stream. Ja? Okay, weil ich hatte eigentlich geplant, das einfach so für mich zu zocken. Weil ich hätte gerade gedacht, dass es nichts für den Stream ist. Aber das ist halt so ein Game, keine Ahnung, ob mir das gefallen wird, aber es sieht sehr, sehr interessant aus. Und das ist so ein Game, was schon ewig auf meiner Liste ist, eigentlich schon immer. Was ist eigentlich da unten links? Da steht LB plus RB. Was passiert, wenn ich das mache? Was war das denn? Was habe ich denn jetzt gemacht? Judy! Hey Judy, what's up? Can you come over, Stan? Nee. Something happened? Ach, die Alte ist tot. Nee, kann nicht. Lass sie in der Badewanne liegen. Keine Ahnung. Gangbeasts, ja. Das letzte sollte dann nicht hin. Ja, doch, passt. Smash oder das Emote, finde ich, ist auf einem Level. Also du, oder du smashed den Five-Head-Wit. So ein ganz eigenes Game. Ja, und da habe ich Bock drauf, Junge. Da habe ich Bock drauf. Aber irgendwie, ich hab da, es ist halt auch so, ne, so Alan Wake 2 ist halt auch so ein weirdes Game und so ein typisch Remedy-Game einfach nur. Ich lieb's, es ist einfach, ne, viele mögen das nicht, mir hat einer auf Insta geschrieben, dass er es nicht so ganz feiert, viele Dinge bei Alan Wake 2. Also ich kann es auch verstehen, so, es ist halt ein eigenes Game, so. Ich hab Fälle auf der Colossus zu PS4 Anfangszeiten nachgeholt, Gott verdammt, neben mir eine PS5 Version. Das Spiel ist 10 von 10 einzigartiges Spiel und sowas kann wieder erscheinen, ohne gehört zu werden. Krass. Ja, deswegen, solche Spiele, das ist einfach nur wichtig, Mann. Solche Spiele sind einfach nur wichtig, Alter. Ich schwör's euch, Alter. Alan Wake 2 hat das beste Musiklevel ever. Eines der, also legit, das Musiklevel in Alan Wake 2 ist eines der geilsten Sachen, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Ohne zu übertreiben. Das Problem ist einfach nur, dass ihr schon wisst, dass eins kommt. Aber wenn das so aus dem Nichts einfach kommt, Bruder, es ist... Wo muss ich denn lang, Amanda? Hä? Ja, und Shadow of the Colossus muss auch, ey. Ja, es sind viele, viele Games. Okay, ich muss hier raus. Ich muss hier raus und dann hier hoch. Ah, okay. I got it. I got it. S1 Silo, danke dir. Meinung zu Füße. Nicht mein Ding, aber ne, ey, wie jeder mag, ne? Also, ist nicht mein Ding. Ist auch so ein Kink, den ich nicht nachvollziehen kann, ne? Aber ey. Dann warten wir mal.
Hello, welcome. Ansel, yet swing by. It's about a game. Moin, was geht? Oh, it's you. Before we continue, I need to verify through biometric scan. Connect here. Selbst versteht sich. It will only take a moment. It won't hurt a bit, what they all say. They also say the proof is in the data. You cannot know who anyone truly is until you see what lies within. Small things that help a Netrunner sleep at night. There, authorization confirmed. All you need is here. Letztes Video wieder 12 von 10, danke dir. Gathering it wasn't easy. The MaxTac data fortress is a labyrinth and a panopticon combined. Every node you pass attracts a thousand unwanted stares. But you managed. You're my hero, Yoko. Wait. Our cooperation need not end here, if you catch my meaning. That is, if you plan to do what I think with this data. Interested? Wenn ehrlich, ich finde Cyberpunk wirklich langweiliger als Alan Wake im Stream. Da konnte man sich wenigstens drüber lustig machen. Ja, ich sag dir auch ganz ehrlich. Wie viele Leute sind noch am Start? Weil ich habe auch immer gesehen, immer wenn man Cyberpunk startet, gehen halt auch die meisten, ne? Ja, halbiert, ja. Und wie viele, kann vielleicht immer eine Umfrage machen, sollen wir Cyberpunk weitermachen oder einfach scheiß drauf? Dann würde ich vielleicht einfach das Phantom Liberty einfach für mich durchzocken, so. Also ich muss sagen, mir ist das so ein bisschen egal, aber ich weiß nicht. Also ich muss auch sagen, das ist eins von den Games, ich meine, wir haben ja jetzt schon ein paar Spiele durchgespielt, so. Aber was spielen wir stattdessen? Ja, wir können dann halt entweder gehen wir God of War rein oder Uncharted oder so. Ah, immer die Fresse. Also ich weiß nicht, ich bin mir auch unsicher bei Cyberpunk für den Stream. Ja, man, Uncharted? Uncharted wäre doch was. Halt die Fresse! Oder mal ein Horror-Game? Ja, aber was denn? Das Ding ist so, Alan Wake hat Punkte, wo ich mir so denke, das wäre richtig geil für einen Stream. Aber Alan Wake hat auch sehr viel Gerede, was nicht so gut ist für einen Stream. Sag mal, alles entspannt, aber weg mit der Cyberpunk-Scheiße. Der Bug in Alan Wake ist endlich weg, ich kann weiterspielen. Let's go, Junge. Evil Within. Ja, Evil Within könnte man... Ich meine, man könnte auch irgendwie ein Resident Evil wieder... Weil ich habe auch so das Gefühl... Ja, guck, die meisten, also zumindest, ne, stimmen jetzt nicht viele Leute ab, aber 6 zu 1, ne? Cyberpunk nicht weiter. Komm, alle wollen Uncharted. Ja, dann kann ich für den nächsten Stream, ich habe die Nathan Drake Collection, dann installiere ich die auf der PlayStation. Dann gehen wir an Uncharted rein. Kaum erst aufzuschauen. Ja, weil das Ding ist, ohne Scheiß, weil ich merke halt auch, ich habe eigentlich Bock, Cyberpunk zu spielen, aber das ist im Stream einfach nicht so. Ich weiß nicht, das ist so... Ist nächste Woche Dienstag neues VOD? Was meinst du? Ja gut, also ich meine, haben jetzt nicht viele Leute von dir ein neues Video. Nee, nicht nächste Woche Dienstag. Das nächste Video wird noch brauchen. Wie wär's mit MW3? COD war lustig. Ja, nee, MW3 muss ich ja fürs Hauptvideo spielen, ne? Da brauche ich nicht so. Was hältst du von Survival Games? Was für Survival? Meinst du so Horror Survival wie Resident Evil oder meinst du Survival wie, keine Ahnung, wie heißen die hier? The Forest oder so? Das nicht.
Was willst du denn spielen? Also mir ist das egal. Also bei ich bin bei Uncharted dabei, ich bin bei God of War dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, am meisten hätte ich Bock auf God of War PS4. God of War PS4 und God of War Ragnarök nochmal durchspielen. Uncharted habe ich eigentlich auch Lust, aber ich sag's wie es ist, ich habe nicht so Bock auf den ersten Teil. So. Die Frage ist das scheiße, mit dem zweiten Teil zu starten? Am meisten Bock hätte ich auf den vierten Teil. Oder sollen wir einfach nur den vierten spielen? Da hätte ich Lust drauf. Der vierte war geil. Also alle waren geil. Also ne, 2, 3, 4. Wie wäre es God of War 3, dann 2018 und dann Ragnarök und danach Uncharted? Können wir auch so, hätte ich auch Bock drauf. Also, ja. Ist Amazon Prime? Ja, klar. Hast du Amazon Prime? Yes, habe ich. Ich fand Days Gone cool. Ja, aber Days Gone ist viel zu lang für einen Stream, so. Days Gone ist ein richtig langes Game. Ja, deswegen scheiß auf Cyberpunk. Ich glaube, ich werde jetzt nicht über Phantom Liberty durchspielen, weil ich sowieso aus der Story durch bin. Ich werd das irgendwann spielen, wenn ich Cyberpunk nochmal, dann werde ich komplett von vorne anfangen und dann Phantom Liberty noch durchballern. Ja, Cyberpunk, leider irgendwie für diese Art von Stream ist es halt wirklich nichts. Ich will die Story mitbekommen. Ich meine, hätte ich es zumindest schon einmal durchgespielt und ich würde die Story kennen, dann wäre das nochmal was anderes, aber ja.